Obwohl ich gestern schon einmal hier gewesen war, hatte ich Herzklopfen, als ich die Treppen zum Eingang hinaufging. Man sah, dass Bertha zuletzt nicht mehr hier gewohnt hatte. Unkraut wuchs in den Ritzen der Stufen, hier und da war der Lack abgesplittert. Und trotzdem waren das Haus und der große, verwunschene Garten mit dem Teich und den Apfelbäumen nicht verwahrlost. Irgendjemand schien sich darum zu kümmern. Vorsichtig steckte ich den Schlüssel ins Schloss. Bertha hatte verfügt, dass ich das Haus bekommen sollte. Trotzdem hatte ich das Gefühl, dort unerlaubt einzudringen. Ich trat in den Flur. Es roch nach Äpfeln, altem Holz, nach Staub, nach Johannisbeeren und gelebtem Leben. Auf dem Tischchen im Flur stand ein Teller mit verschrumpelten Äpfeln. In der Küche waren die Marmeladengläser aufgereiht. Als hätte Bertha gerade erst das heiße Johannisbeergelee eingefüllt und wartete nun darauf, dass die Gläser abkühlten. Ich öffnete eines der Gläser und steckte meine Nase hinein. Das Gelee duftete köstlich, genauso wie ich es in Erinnerung hatte. Auf dem Beistelltisch im Wohnzimmer fand ich eine Vase mit frischen Blumen. Davor stand ein kleines Foto von Bertha. Ich betrachtete die Blumen. Sie ähnelten dem Strauß, den Carsten Lexotags zuvor auf Berthas Sarg niedergelegt hatte. Hatte er sich um das Haus gekümmert? Ich verließ das Wohnzimmer und ging durch den Flur zur Treppe. Während ich durch die Zimmer im oberen Stockwerk streifte, sah ich sie dort. Harriet, wie sie rauchend am Schreibtisch saß und für die Uni büffelte. Hinnack, der im Schlafzimmer meiner Großeltern im Bett saß und las, während Decke und Kissen auf Berthas Seite gänzlich unberührt waren. Ingas erste Kamera lag noch auf dem Sekretär in ihrem Zimmer. Mit ihr hatte sie unermüdlich alle im Haus geknipst. Okay. Achtung, alles schön? Nichts hatte sich im Haus verändert. Als hätte Bertha es nicht zugelassen. Wenn die Erinnerung schon fortging, dann sollte wenigstens das Äußere so bleiben, wie es gewesen war. Oder hatte sie nur an der Zeit vor dem Unglück festhalten wollen?